Larian Studios presents. It all happened like I knew it would. A single drop of source magic. And like flies to honey, the monsters swarmed. The rabble panicked. The carnage began. And the magisters pointed their fingers at me. Just as I'd planned. I was shackled and collared and sent to Fort Joy. Da bin ich. I'd come here to kill Godwoken. But instead I became part of their story. Divinity Original Sin 2. Endlich. Yay! Und damit wieder mal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Divinity. So, wir müssen uns nochmal durch den Ladebildschirm prügeln und dabei ist natürlich der Sam. Jo, und der wartet auch in dem Ladebildschirm. Genau. Und es geht los. Neues Rezept? Na super, so, probieren hier. Autsch. Ein Schädel bekommen. Wooden boards and iron shackles. The Divine Order's hospitality leaves much to be desired indeed. Redest du mit jemandem? Ja, mit diesem Schädel. Der spricht mich an. Der ist neidisch auf mich. Na klar, du hast Körper, ja nicht. Have known it was a parlor gimmick still. You'd best keep that mask on. The living don't. Es ist quasi so eine Art Mini-Hinweis darauf, dass ich meine Maske nicht abnehmen soll. Ja, sage ich dir immer, wenn wir uns treffen. Es ist, eigentlich ist es ein bisschen schade. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Ja, mit meiner Optik. Und dann ja, sowas. Voll, du hast Haare. Oh Mann. Jedenfalls, wir werden in den Dialogen nicht irgendwie synchronisieren selber oder so, weil dafür sind es einfach so unglaublich viele, dass es einfach viel zu viel ist. Wir werden einfach in den Dialogen selber mitlesen, für uns selber halt die Entscheidungen treffen, ist klar. Wenn ihr halt wissen wollt, was die da sagen, könnt ihr entweder eure Englischkenntnisse nutzen und diesen lauschen, was sie da sagen, weil die sprechen nur auf Englisch hier. Weil klar, das ist Larian Studios ist jetzt nicht so ein riesiger Entwickler, der das Geld hat, um alles auf Deutsch nachzusynchronisieren. Aber dafür hat man ja die deutschen Texte, für die, die es nicht ganz so einfach haben mit dem Englisch, wie bei mir zum Beispiel. Mein Englisch ist auch nicht das Perfekteste, dass man dafür dass da Probleme versteht. Jetzt hör aber auf. Ja, ist so. Every dog has to get used to its leash. Ich bin kein Hund, ich bin der rote Prinz. Ich muss ja zugeben, ich finde ja so ein bisschen die Stimme, die sie für den roten Prinzen genommen haben, so ein bisschen. Ja, die ist nicht so schön. Die hätte eher so ein bisschen mehr so brummiger sein müssen, finde ich. In the meantime, your next stop will be Magister William. All passengers have to be registered in the ship's manifest. And he's the chap. Okay. You'll find him on the other side of this deck, in the officers' quarters. Aha. Okay, was haben wir denn hier? Ich bin ja Gelehrter und Edelmann. Ich nehme das hier mal, Edelmann. Nun, da du auf bist, wünschst du zu baden und zu speisen. Sie sollen nach den Dienern klingeln. Oh dear, I'm afraid you're a long way from home, my lord. A long way from the little bells that make footmen come running. Geil, wie sie Milord betont hat. Sehr schön. Index fingers pressed to her lips. She pauses a moment to give you a scrutinizing gander. My word, you do seem a bit befuddled, don't you? Perhaps I was a bit too generous with that sedative. Oh well, I'm sure you'll soon gather your wits. Most likely. Eventually. In the meantime, all you need to know. Oh, Freundfeste. Ist ja nur eins, woran ich denke.
Ja, dieser Gedanke kommt mir auch die ganze Zeit auf. A new life awaits. And if you're a particularly good boy, perhaps a cure as well. An end to source. Nein, ich will die Quelle doch nicht verlieren. Nee. Okay, du ziehst vergebens an dem Ding an deinem Hals zu erfahren verlangen, warum sie dir einen Halsring verpasst hat. Why, for my peace of mind, of course. Why don't you try casting one of those source spells of yours? See what happens. Du erinnerst dich an die Macht, die sich an dir angestaut hat, das Starren, Du erinnerst dich an die Macht, die sich an dir angestaut hat. Also die sich in dir, warum lese ich an dir? Eieiei. Die sich in dir angestaut hat, das Starren, das einen Dämon bezwungen hat, entfessel sie. Oh. Only to fade back into your soul, like rain into the earth. Ich finde es auch interessant, im ersten Teil hattest du keinen Erzähler, der so mitgesprochen hat oder der vieles kommentiert hat. Das hast du hier in dem Spiel jetzt so, das heißt die ganze Zeit so einen Erzähler, der eben Dinge erklärt, die man sonst nicht erklärt bekommen hätte. Wahrscheinlich. Ja. My, look at the concentration on your face. All will, but no result. No. There you have it, see? The collar's function. It neuters you, of sorts. Makes you unable to cast source. For your own peace of mind, of course. Yours and the whole world's. Ja, ich geh schon. Immerhin ist er einigermaßen nett, ne? Na. So theoretisch. Oh. Magister Catdog? Behind the Magister, a blooded mass lies in a heap. Gore and limbs lie at odd angles. You can't make out a face amid the mess. Ich frag mal, was passiert. There's been a murder. A sorcerer was killed by one of your own. Lucky you were busy getting your collar fitted at the time, or you'd be a suspect like the rest of them. Haben wir ja Schwein gehabt, ey. Waters is investigating. She'll figure out who did it. Always does. Das ist gut. Ihm sagen, dass du einem Magister nicht mal zutrauen würdest, den Boden eines Butterfasses zu finden. If you have nothing to hide, I'm sure it'll go just fine. Bloody lizard. Vor allem, er flüstert es auch selber noch. Das ist ziemlich cool. Verdammte Echse. Ich geh da mal rein. Hallo. Gibt's was zu verkaufen? Ugly sight, isn't it? Ach nee, hast du noch nie Gerippe gesehen? Burns me up, this happened under our protection. We're extremely lucky no Voidwalker can follow the source that did this. Sie informieren, dass sie ihn nicht beschützt, sondern eingekerkert hat. Finn didn't see it like that. He was desperate for us to help him. Two things scared the living daylights out of him. His own shadow. Okay. We'll find out who did this. Speaking of. She looks up at you with a mirthless smile. Sie musste mir aufblicken. Minderwertige Sterbliche. I was on duty in your room when the murder happened. You were asleep the whole time. Didn't even stir. You're one of the only indisputably innocent people on the ship. Unless you can commit murder in your sleep, of course. Okay. Okay, sagen, dass du nicht vom Haus der Träume abstammst. Wenn du schläfst, dann richtig. Figured as much. Listen, I could use someone to keep their ears open among the passengers. Sometimes they clap. Bring me a good lead and I'll throw in a shiny gold coin for you. How about that? Glaubt sie wirklich, du würdest einer Magierin helfen, einer Magisterin helfen, einer von denen, die dich eingesperrt haben? It's one of you who got killed, not one of us. We want to find who's your real enemy here. You let me know if you hear anything. Whoever did this is dead. Also ja, so fein hier. Ja, kann ich möchte die Magister töten.
Kann ich meine Fähigkeiten trotzdem einsetzen? Ja, kann ich trotzdem einsetzen. Oh, krass. Nice. Ha. Lächerlicher Ring, ich kann trotzdem zaubern. Es sei denn, Quellmagie ist in dem Spiel irgendwas anderes. Ist ja wirklich geil. Ist ja geil, man hinterlässt Fußspuren, wenn man durch Blut läuft. Naja. Ist das cool. Naja. Hammer, ich geh mal hier hoch, die Treppe. Ich hab doch gerade draufgeklickt. Ah, sie ist blockiert. Natürlich. Licht aus, Licht an. Nee. Ist auch nichts Sinnvolles. Pardon. So. Was hier? Oh, du redest mit jemandem? Oh, das ist die Sibylle. Game for one, I'm afraid. Rolling dice. Deciding fates. Und du redest da mal mit dieser Elfe. Ich geh mal weiter und guck mal, was es sonst noch gibt hier. Oh, jetzt doch ein Funkes da. Nerviger Typ. Guck, wie lange er es noch macht. Okay, er ist glaube ich, schon genervt genug. Was haben wir denn hier? A sly smile playing on his face. He stares across at the Magister guarding him. Noticing you, he straightens. Watch your back, new fish. There's a murderer on board, and I'd bet 3 months' pay it's this tramp. Aha. Rolling his eyes at the Magister's warning, the man named Ifan beckons again. Okay, ich gehe mal zu ihm hin. Ist ja doch interessanter. And adjust your collar with a sharp tug, balancing its weight so it no longer presses unpleasantly on your neck. He winks. Pinches less that way, right? Sam, ist das eine kluge Idee? Ich hab die Tür geöffnet. Ist das eine kluge Idee, die, da reinzugehen, wenn da der Magister rumsteht? Ich will das riskieren, ehrlich gesagt. So ist es besser, oder? Mach die Tür wegen dir zu. Okay. Mega. Ja, der Sam, der prügelt sich hier oder der klaut schon wieder alles Mögliche. Was hat er gesagt? Mag es einen Schleim gucken in eure Richtung, dann macht er sich wieder an seine Arbeit, wobei er nicht nur Ivan, sondern jetzt auch dir böse Blicke zuwirft. Nein, wie schlimm. Mit welcher Taste konnte man nochmal alle Items sehen? Mit Alt war das, glaube ich. I was his commander many, many, many moons ago. Isn't that right, Vic? Ah, okay. Standing far back from Ifan, the tight-faced magister draws one finger across his throat in an elaborate fashion, but says nothing. Ifan grins, flashing pointed white teeth. Same as he was at 14 years old. Only difference is somebody gave him a bigger sword and now he's Johnny Big Pants. Okay, das ist halt ein bisschen Schluss, oder? Ist das so klug, da lang zu gehen? Ah, da komme ich nicht her. Ist ja witzig. Aha. Durch die erste Tür bin ich gekommen, durch die zweite nicht. Weil sie haben die gleiche Stufe. Interessant. Was hat er angestellt hier? Maybe I'll tell you about it in the joy. Away from interested party. No. The dead man. Finn, is it? I'd no business with him. And I wouldn't put a man down without. He glances over at Magister Victor, who's staring back at him with pointed intensity. Damn shame, sheer annoyance isn't reason enough. Na, ich gehe mal. So, okay, hier ist schon mal dieser Ivan. Das ist dieser, Ivan Ben Metz. Das ist dieser andere Original-Charakter, den man hätte nehmen können. Was ist denn da alles? Oh, hier, nimm das Essen mit, ich hab Hunger. Das ist Kartoffelbrei. Und Knoblauch. Alter, oh, so viele Sachen. Ja, du bist nicht diese Tür. Ich könnte dich angreifen. Stunde. Ich hab Gold gefunden. Ha, 10 Gold. Oh, da ist noch eine Echse. Mal hier ein bisschen Kameradschaft mit Echsen zeigen. Oh, guck mal. Oh, den Namen muss ich ändern. Guck mal, ich spreche mit einer Echse, die heißt Namiya. Ich werde ihren Namen ändern, und zwar in Nymiria. Aus Game of Thrones.
Mein Prinz! The cook bows slightly and wipes her hands on her gruel-stained garb. Immerhin kennt mich jemand. Forgive me, your highness. Das stimmt. Well, anyway, whether I had more than cornmeal and rotting roots to serve, I'd concoct something more fitting for one of your stature. Soll ich ein Arschloch sein oder soll ich? Ach nee, zur Echsen bin ich mal nicht ganz so arschlochig. Zu meinesgleichen. Wäre es ein Mensch gewesen, hätte ich vielleicht Arschloch gewesen. Ist klar. Jedenfalls ist sie, glaube ich, ist Nymeria jedenfalls unwichtig in dem Spiel. Was ist das Bestie? Ach, das ist hier die Bestie, der Zwerg, den man hätte spielen können. His beard is a cascade of meticulous plaits, each one braided through with golden medallions. He raises an eyebrow as you approach, but doesn't open his eyes. Listen up, boy. You hear that? Junge, ihm sagen, dass er sich zukünftig gut überlegen soll, dich wie ein Kind anzureden. He turns his head toward you, looking you up and down, and smiles before turning his attention to the ship once more. You look like a boy to me. Ey, ich bin eine Echse. Wie soll ich denn aussehen wie ein Junge? Du kennst wahrscheinlich Echsen nicht mal, scheiß Zwerg. Ich frage ihn direkt, was er für über den Mord weiß. He looks at you and frowns. Murder? Ah, that's what they were going on and on. I wouldn't know anything about it. Der Zwerg war es bestimmt. I kill a man. He knows who done it. His daddy knows who done it. His eyes flutter shut, and he assumes his position of repose. Whether they catch me is another matter, but I ain't one to hide my accomplishments. Ich gehe. Der Zwerg nervt mich jetzt schon. Das ist ein Gjill, okay. The Magisters are out for blood. You saw the body, didn't you? Big bruiser like you ought to be able to take him on. Okay. Das ist noch ein Magister. Ich finde voll geil, wie er läuft, der die Echse. Cool. Sagen, dass du üblicherweise mit einem Titel angesprochen wirst, Roter Prinz. Well, you aren't here on my list. Scram, eh? We're trying to catch a killer here. Na, Untertan, ey. Oh, ein Hund. Ich kann mit Hunden sprechen, oder? Da du über das Talent Tierfreund verfügst, fällt es dir leicht, dich mit Tieren zu verständigen. Das heißt, du hast es nicht? Nee, doch, ich hab's doch. Ich finde voll die Antwort, den Kommentar vom Hund geil. Schnupper, Schnupper, ihr Quellenmagier, Blut? Nein, geht, wow. Ah, super. Oh Gott, sie sind Kinder. Ich hasse Kinder. Ich lese es mal kurz vor. Ihr seid aber rot. Bestimmt haben die Magister euch deswegen mitgenommen. Mich haben sie mitgenommen, weil ich magisch bin. Das hat ein Kind gesagt. Also wenn das Kind magisch gegen besonders austauscht, dann ist es so eine der fünf häufigsten Antworten, die eine Mutter zum Kind sagt. Weil ich besonders bin. Ja, okay, Kind. Ja, oh, hier geht's zur Registrierung. Die Tracy mag ich jetzt schon. Ui, ihr seid ein Drache. Ihr seht wie einer aus, aber wo sind eure Flügel? Ich habe keine Flügel. Ich bin Erddrache. Und hier ist diese Lose. Das ist die Troller, die hier vom Dämon besessen ist. Ich habe diesen Magister Peide gesehen, der anscheinend uns zum Williams bringt. Ah ja, ich bin auch gleich da. Ich spreche nur kurz mit Lose. Ah, da seid ihr ja, geliebter Gatte. This very charming gaggle of not at all brat-like babes, that I am by no accounts this loser woman, nor do I sing, in fact. I'm deathly, deathly allergical. Das ist gut. Den Haufen dreckiger Kinder betrachten und feststellen, dass sie dir durchaus etwas rotzlöffelig vorkommen. Ja.
Okay, da ich ja die Lose ja mag von dem Charakter und die werden wir auch definitiv ins Team aufnehmen als Jägerin, denke ich mir. Oder als Scharfschützin, was auch immer. Werde ich mal mitspielen und sie in den Arm nehmen. Mitspielen und grinsen ihren Arm nehmen. Die Kinder sagen, dass sie sich geirrt haben müssen. How very correct you are, spouse of mine. Madame Josephine Gribbles de P refuses to be confused with anyone else. What? What's so funny? Her pinched face cracks into a great grin, and she shoos the children away from her with a laugh. Yeah, okay, you found me out. Go on and git, and maybe I'll sing you something when I'm good and ready. She turns to you, dark-eyed and dirty-haired, and smiles flatly. Gotta keep ourselves entertained, haven't we? Super, ich mag die Lose jetzt schon. Sagen, das stimmt, ihre die Hand schütteln, Lose nimmst du an. Ach, wer hätte das gedacht? I already belong to an elite and exclusive ship gang. We play ball every day after lunch. You're too soft for it. You take care, though. Okay, was weiß ich über den Mord? Trying not to find anything out either. Ignorance is bliss. The utterer, the better. Okay. Suddenly, her eyes cloud to an unnatural black. Greyish veins run down her face, and her mouth tightens into a cruel sneer. As quickly as they came, the clouds clear. She smiles as though no change came over her. Good luck, Chief. Okay. Bei der Lose kam schon das erste Dämonische durch. Gut, aber ich würde sagen, wir können an der Stelle erstmal die Folge beenden. Du bist noch im Gespräch, oder? Ja, die Frage ist, ob wir noch den Dialog machen und wie es noch zu uns registrieren lassen. Ja, wir können ja schon mal sagen, dass wir gleich reingehen und dann. Können wir dann, bevor wir reingehen, eben speichern und das machen. Ja. Okay, so far. Ja, ich will hier halt so irgendwie ein Hund. Sorry, you're upset, sir. But we all wear what we wear for a reason. Ausreden sind das. Williams will get you shorted fast. Sehr schön. Aber wie gesagt, an der Stelle beenden wir dann erstmal diese Folge. Uns erwarteten da schon lustige Gestalten, irgendeine Windigo und irgendwelche Bogen, Armbrusthalter, was auch immer. Unwichtiger Kram. Jedenfalls bedanken wir uns, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Cheerio! Tschüss.